Ein kleiner Lichtblick für den Tag. Sonntag, 9. November. Das Andachtswort finden wir in Galater 5, Vers 1 und ich lese die Gute Nachricht Bibel. Christus hat uns befreit. Er will, dass wir jetzt auch frei bleiben. Steht also fest und lasst euch nicht wieder ins Sklavenjoch einspannen. Der Freiheitsgedanke hat wohl für jeden Menschen große Bedeutung. Dass Paulus mitten in der Blütezeit der Sklaverei diese Problematik aufgriff, war ziemlich mutig. Beim Wort Sklave fallen mir Begriffe wie Steinbruch, Galeere und Gladiatoren ein. Wieso konnte Paulus, der die Sklaverei kannte, rechtlosen Menschen sagen, ihr seid befreit? Und was wollte er den anderen mitteilen? Die Sklavenhändler und die Sklavenhalter waren doch schon freie Römer. Zum Glück bin ich nie ein Sklave gewesen, doch ich weiß noch zu gut, wie negativ Einschränkungen auf mich gewirkt haben. Reisen, Religion und Reden waren in der DDR mit reichlich Tabus belegt. Doch obwohl vieles reglementiert war, gab es so etwas wie kleine Freiheitsnischen. Frei für jedermann waren zum Beispiel die Gedanken. Wirklich frei machte aber ein am Gewissen festgemachter Glaube an Christus. Ich nutzte einmal ein besonderes Angebot unweit des Brandenburger Tores. Ein schlichter, ansprechender Raum lud zum Verweilen und zur Stille ein. Das regte meine Gedanken an. Draußen herrschte pulsierendes Leben. Anbieter schlugen mit allerlei Souvenirs und angeblich echten Mauerstücken aus einem traurigen Kapitel deutscher Vergangenheit Kapital. In unmittelbarer Nähe sind Menschen gestorben, weil sie frei sein wollten. Sie sind ein tödliches Risiko eingegangen. Für die einen waren sie Freiheitsliebende, für die anderen waren sie Grenzverletzer, für die es kein Pardon gab. Ich musste unwillkürlich an diejenigen denken, deren Freiheitswunsch hier fatal endete. Weil diese Todeszone nicht mehr existierte, konnte ich mich unbehelligt frei bewegen. Solch eine Todeszone entstand einst durch die Politik der Sünde. Der Tod ist der Sünde Sold. Und nun? Paulus hatte eine Top-Neuigkeit. Die Grenze zu Gott ist Geschichte. Seine Aufforderung lebt darum nicht so, als wäre die Grenze noch da. Als 1989 Menschen auf der Mauer tanzten, war das ein himmlisches Gefühl. Worte, Wahlen, Währung wurden frei. Wirklich? Bis heute werden irregeleitete Gedanken und verführte Gefühle versklavt. Die Folgen sind Neid, Gier und Kälte. Deshalb gibt es bis heute noch Sklaven, echte und autonome. Jesus wurde zum Weg nach drüben. Was immer dir heute begegnet, atme auf, du bist frei. Jürgen Weller.